Im letzten Beispiel zu den Massenträgheitsmomenten geht es um diese Anordnung aus Platten hier. Die Platten haben die Masse pro Fläche m quer. Das Massenträgheitsmoment um die x-Achse jx sowie das Deviationsmoment jyz dieser Anordnung sind zu bestimmen. Hier ist es ja so, dass wir wieder was Zusammengesetztes haben. Wir wissen für Platten, wie die Trägheitsmomente auszurechnen sind um die jeweiligen Achsen. Wir haben eine gewisse Symmetrie im Problem drinnen. Und aus dem zusammengesetzt können wir uns überlegen, was ist eigentlich das gesamte Moment. Also die Platte kann man auf jeden Fall einmal so ausrechnen. Wir wollen ja um die x-Achse das Trägheitsmoment haben. Die ist klar. Da haben wir die Formel, die setzen wir ein, rechnen wir aus. Passt. Was ein bisschen problematischer ist, direkt auszurechnen, sind diese Streben da oben, die anderen Platten, weil da kennen wir zwar die Werte und die Formeln um dieses lokale Koordinatensystem, das da entlang der Platte drinnen liegt, aber nicht um ein beliebig gedrehtes. Deswegen wenden wir genau das wieder an. Wir rechnen in einem lokalen System zuerst einmal alles aus, machen entsprechend, weil wir da im Schwerpunkt sind und aber da nach unten wollen zur x-Achse, den Steiner-Anteil von der Schwerlinie zur x-Achse runter und das für beide Richtungen, einmal hier und einmal in die Richtung, normal drauf auf die Platte. Und nachdem das alles symmetrisch ist, wenn Sie es herumdrehen, wissen Sie, okay, das, was dann rauskommt, müssen Sie einfach doppelt nehmen, weil die Platten sind symmetrisch verdreht. Sie haben zweimal in die Richtung was und zweimal normal drauf was, jeweils für die unterschiedlichen Platten. Okay, das kann man alles ausrechnen. Und dann muss man aber hergehen und muss wieder in die Formel von vorher im Wesentlichen einsetzen, weil wir ja hier das lokale Koordinatensystem um 45 Grad in das x-System reindrehen müssen, damit es das gleiche ist. Und dann haben wir einfach das ux'x wird dann einfach Cosinus 45 Grad, also 1 durch Wurzel 2. Und das setzen wir ein und dann kriegt man es global in dem gesamten System raus. Das machen wir mal. Und als allererste Frage, weil es die leichteste zu beantworten ist, dieses JYZ-Deviationsmoment, wie groß ist das für die Anordnung? Null. Symmetrisch. Also JYZ ist grundsätzlich null wegen der Symmetrie. Gut, das JX, fangen wir mit der Platte an. Also das gesamte JX, X schreiben wir dann lieber wieder, ist JXX für die Platte plus JXX für die eine Strebe, Strebe 1, plus JXX für die Strebe 2. Das ist klar. Und wie das JXX für die Platte ausschaut, kann man relativ leicht hinschreiben. Wie es für die Streben ausschaut, ist ein bisschen komplizierter. Die Platte um x ist ein Zwölftel Masse der Platte mal einfach Seitenlänge zum Quadrat, das ist 2a Quadrat. Dann kommt hier raus ein Drittel Masse Platte mal a Quadrat. Das ist einmal relativ einfach. Was man noch braucht allerdings, um es auszurechnen, wirklich mit den gegebenen Werten, ist diese Masse pro Fläche müssen wir einsetzen irgendwie. Das heißt, wir müssen uns zuerst einmal eine Fläche ausrechnen für die Platte. Das ist auch nicht so wirklich kompliziert. Das ist offensichtlich Seitenlänge zum Quadrat. Also 4a Quadrat. Und dann ist die Masse der Platte die Fläche natürlich mal diese Masse m quer, die ja pro Fläche gegeben ist. Und das setzen wir einfach allgemein ein, also 4a Quadrat m quer. Damit ist das Trägheitsmoment 4 Drittel m quer a der vierten. Das ist das Einfache, der einfache Teil. Der kompliziertere Teil ist Strebe. Und für die Strebe zeichne ich Ihnen da jetzt oben ein lokales System ein, nennen wir das x' und das nennen wir x-Tilde da unten. Das ist die Achse um den Steiner, um den wir den Steineranteil dann noch brauchen, weil
wir dürfen ja natürlich nicht einfach eine Achse nehmen, die parallel liegt, nur höher, und dann die drehen, weil dann kommt was anderes raus, offensichtlich. Wir müssen ja in der gleichen Ebene sein, wie die Achse der unteren Platte ist. Deswegen brauchen wir die x-Tilde. Für die Strebe ist x-x' ist dann wieder eine Platte. Es ist ja von der Form her eine Platte mit der relevanten Länge a halbe, Höhe nämlich, um diese x-Achse zum Quadrat. Wenn Sie das machen, haben Sie 48 ma Quadrat. Und dann muss man x-Tilde ausrechnen. Das heißt, dieses 1/48 ma Quadrat noch mit einem Steineranteil addieren. Und der Steineranteil ist wie groß in dem Fall? Der Steineranteil ist da runter. Wenn das a halbe ist, ist das a Viertel, hätte ich gesagt. Also m mal a Viertel zum Quadrat. Addiert, weil wir von der Schwerpunktsachse weggehen. Muss größer werden natürlich. Und das sind insgesamt, wenn Sie es gleich auf gleichen Nenner bringen und dann durchkürzen, a Zwölftel ma Quadrat. Für die Strebe, für diese obere Platte um diese Längsachse. Das gilt natürlich analog für die Platte um die Längsachse da. Deswegen darf man es zweimal nehmen. Der Winkel ist auch der gleiche, um den man dreht, weil man dreht es einfach so hin und dann passt es. Was uns noch fehlt, ist normal drauf auf die Platten, auf die oberen. Das brauchen wir auch noch, um eine Achse, die so geht. So irgendwie. Das wäre dann, jetzt ist sie schon unten, y-Tilde und die durch den Schwerpunkt wäre wieder y-Strich. Das heißt, wir haben den gleichen Steineranteil, wir haben aber natürlich einen anderen y-y-Anteil, nämlich jetzt normal, also nicht sozusagen das irgendwie falsch interpretieren, das gilt jetzt nicht für die Längsrichtung dieser Platte, sondern es gilt für die Normalrichtung der Platte da. Normal auf die Oberfläche. Deswegen schaut die Formel auch anders aus, weil da haben wir nämlich ein Zwölftel m und dann die Quadrate der Höhe und der Länge. Also wenn Sie sich die Platte so vorstellen, ist das die Länge der Platte und die Höhe, die jetzt summiert werden müssen und für sich quadriert und ein Zwölftel m drauf multipliziert. Dann hat man die Achse normal drauf. Das ist dann... Höhe ist nach wie vor a halbe zum Quadrat. Und was ist die Länge? Die Hypotenuse von einem Dreieck, das man da bauen kann natürlich. Die Hypotenuse von dem Dreieck, das die beiden Katheten hat, und das ist die Hypotenuse da. Dann kommen Sie, wenn Sie es einsetzen, mit 2 mal a jeweils quadrieren, Wurzel draus ziehen, auf genau dieses 2 mal Wurzel 2a. Als Länge. Quadrieren wir das und bringen wir es gleich auf gleichen Nenner vielleicht. Das sind etwas unhandlichere Größen, nämlich 33/48 ma Quadrat. Dann muss man entsprechend wieder einen Steineranteil drauf multiplizieren. Der Steineranteil ist in dem Fall wieder das gleiche wie oben, nämlich a 16 ma Quadrat, wenn man es ausquadriert. Das heißt, wir haben 33/48 ma Quadrat plus 1/16 ma Quadrat ist insgesamt 9/12 Wurzel 2 schon mit m quer eingesetzt, a der vierten. Weil ja die Masse dieser Strebenplatten da oben die Fläche ist, mal wieder das m quer. Die Fläche ergibt sich aus a halbe mal Länge, 2 mal Wurzel 2a, da kürzt sich das halbe weg. Das heißt, wir haben a Wurzel 2 mal a, also Wurzel 2a Quadrat. Und das m quer ist wieder einfach eingesetzt. Also haben wir hier Wurzel 2 m quer a Quadrat und das setzen wir dann für die Masse
hier und hier zusammengefasst ein und haben dann genau das 9 Zwölftel Wurzel 2 m quer a der vierten. So, dann sind die beiden, also ja, und da sollte man es auch machen vielleicht, das ist dann nämlich ein Zwölftel Wurzel 2 m quer a der vierten. Dann haben wir alles in m quer und in a ausgedrückt. Und jetzt gehen wir hier rüber und drehen das Ganze. Die Platten nämlich. Die Drehung passiert um 45 Grad. Das heißt, unser Ux ist ja wieder Cosinus Alpha. Wenn Alpha 45 Grad ist, ist das Ganze 1 durch Wurzel 2. Ist wieder 1 durch Wurzel 2, weil der Winkel ja der gleiche ist, um den man das Ganze dreht. So, und damit ergibt sich im X-System, in diesem da oben gedrehten System, in dem wir die Platte, die untere, ja schon hingeschrieben haben, ein X-Tilde, X-Tilde, UX-Quadrat plus Y-Tilde, Y-Tilde, jeweils von diesen Streben da, UY-Quadrat, also eingesetzt, das 1 durch Wurzel 2 wieder halb und das andere kann man einfach von hier herüben übernehmen, einmal hier und entsprechend wieder auf gleichen Nenner bringen, dann schreibe ich Ihnen gleich das Gesamtergebnis her, das ist dann 5 Zwölftel Wurzel 2 m quer a der vierten. Das sind jetzt beide, y und x, wie wir sehen. Und zwar für eine Platte. Wir haben aber zwei Platten oben, deswegen müssen wir es einfach doppelt nehmen. Dann ist das Gesamtergebnis, und dann sind wir eh schon fertig, jxx ist natürlich die Platte, plus zweimal dieses jxx für die Verstärkungen. Das ist dann zusammengefasst 8 plus 5 mal Wurzel 2, das Wurzel 2 kriegt man leider nicht weg, Sechstel m quer a der vierten für beliebiges a. Und wenn Sie es einsetzen mit meinem a und meinem m quer, kommt da 4,71 Kilogramm Meter Quadrat raus.